Wie bereits gesagt, unser Projekt heißt Quizobot und das wird ein Roboter, mit dem man spielerisch Technikverständnis kriegen soll und man soll halt auch dabei was lernen. Dieser Roboter ist halt ein Quizroboter und der stellt halt Fragen. Und wenn man jetzt eine Frage richtig beantwortet, kriegt man 2 Punkte, Coins. Und wenn man halt was falsch beantwortet, wird einem ein Punkt abgezogen. Von diesen Punkten kann man sich dann Minispiele kaufen im Shop. Und die Minispiele dienen halt dazu, dass man mehr Coins verdient, um Motivation zu erhalten. Wir hatten auch einige Probleme. Zum Beispiel haben wir in verschiedenen Scratch-Versionen gearbeitet und dadurch konnten wir die Projekte nicht zusammenfügen. Dann hatten wir Systemabstürze, ohne dass wir gespeichert hatten. Also mussten wir nochmal komplett von Anfang an anfangen. Und ja, weiter. Und jetzt zeigen wir das Programm. Einen Moment, bevor wir das Programm zeigen, stellen wir noch die anderen Leute vor. Also, ich habe mir die Fragen für den Quizobot ausgedacht und habe eines der Minispiele ausgedacht. Ich habe die Augen designt, was genau die Augen sind, dazu gleich dann später mehr. Und halt Dinge, die so anfielen, noch gemacht. Also, ich habe auch ein paar Minispiele programmiert und ja, die sind leider nicht eingefügt und das ist noch in der Alpha-Phase. So, ich bin der Lasse, ich habe das Ganze programmiert und wir starten jetzt mal den Quizobot. Wie man sehen kann, er schläft noch, hier die Augen. So, dann wecken wir ihn mal auf mit Leertaste. Hallo. Benutze links und rechts, um die Fragen zu beantworten. Also die Pfeiltasten links und rechts. Einen Moment. So, hier sind 2 Tasten mit Nein und Ja. Und einmal Shop, dazu komme ich gleich. Ist die... Ah, scheiße. Tut mir leid. Ist ein Pilz eine Pflanze? So, dann mache ich mal Nein. Wie man sieht, man bekommt 2 Coins. Und davon kann man sich gleich was im Shop holen. Ist eine kinetische Energie... Warte. Ach, scheiße. Tut mir leid. So. Ja. Ist Augsburg die Hauptstadt von Luxemburg? Ich mach mal jetzt Nein. Und man kriegt... Hä? Scheiße. Tut mir leid. Ja, okay, wir gehen einfach zum Shop. Okay, jetzt geht's. So, das sieht so aus. Bis jetzt kann man sich nur eine Sache freischalten. Ich mach das mal. Es ist halt noch in der Alpha-Phase, deswegen passiert jetzt das hier. Guckt man nach ganz unten bei dem Programm, da sieht man einen kleinen Männchen, der eigentlich dieses hier rumlaufen soll in diesem Labyrinth. Und der soll, warte, er soll dorthin kommen. Ja, das ist Quizobot bis jetzt. Und wo das Programm später laufen soll, ist der Raspberry Pi mit Display.